Hallo, liebe Silvia, schön, dass du da bist. Hallo Barbara, vielen Dank für die Einladung. Ja, du, gerne. Wir sind beide ein bisschen nervös, ne? Wir sind beide ein bisschen nervös, wie man so ist, wenn man Dinge aufzeichnet. Ja, oder auch so Premieren. Auch das. Also, wir machen es heute das erste Mal, wir zwei. Genau. Und wir haben uns ja gedacht, dass wir uns ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und dann ins eigentliche Thema einsteigen. Genau, dass wir in diesen Zeiten auch für die Beziehungsgebeutelten, die plötzlich so wie Weihnachten, nur ohne die große Familie, aber so in der kleinen Familie zusammen sitzen und sich aneinander reiben, ein wenig Alternativen vielleicht bieten können, wie sie das machen können. Als Profis für sowas. Genau. Und ja, vielleicht stellt sich die Barbara mal kurz vor. Sehr gerne. Also, ich bin seit 2004 Fachanwältin für Familienrecht und seit 2014 Familienmediatorin. Das heißt, da vermittle ich grundsätzlich zwischen sich Trennenden oder im Bereich von Nachlassangelegenheiten, also Vererbenden und deren möglichen Erben. Genau. Und dazu gehört ganz definitiv die Kommunikation zwischen den Menschen, das Rausfinden, Rausfiltern für den Einzelnen, wo er steht, was ihm wichtig ist. Und an der Stelle dann auf sich zurückzutreten und zu schauen, wie geht es denn dann weiter in Zukunft. Genau. Ich habe selber zwei Kinder, Zwillinge ihres Zeichens. Sind sie allerdings, sternzeichentechnisch sind sie Waage und sind jetzt 6 Jahre alt. Also genau, und jetzt ereilt mich das Schicksal, was viele ereilt. Ich bin die Homeoffice-Mami, Homeschooling plus ein Kindergartenkind. Ist gerade spaßig daheim. Genau, das bin ich. Ja, also so kindertechnisch bin ich durch. Und ich bin seit 30 Jahren Familienanwältin. Aber das war, also Kind ist groß, ne? Kind ist groß und wohnt hier in Berlin und da bin ich gerade. Und ja, 30 Jahre Familiensachen, aber so vor 7 Jahren fing es an, anders zu werden, weil da wurde aus der Theorie dann die Praxis. Und seitdem ist Kämpfen geht bei mir gar nicht mehr. Vorher war das auch schon, da habe ich auch schon gedacht, ich bin hier falsch. Die Kollegen benehmen sich immer, als wäre es ihre eigene Ehesache. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, war nicht meins. Und ja, dann bin ich ganz froh, dass ich quasi durch meine eigene Trennung herausgefunden habe, dass es überhaupt nichts bringt, beim anderen zu gucken, sondern dass man lieber vor der eigenen Tür kehren sollte. Und dann suchte ich auch so Gleichgesinnte, beziehungsweise man hat so einen Filter dann irgendwie, wenn man anders ist als die Kollegen. Und da bist du mir dann irgendwann vor den Filter oder durch den Filter durchgeglitten, weil ich so dachte, oh, das ist ja auch interessant und sehr schön und so. Du hattest so eine schöne Homepage und ja, und dann hab ich dich mal angeschrieben oder du mich, das weiß ich nicht mehr. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also wir haben uns über Facebook kennengelernt und haben einfach festgestellt, dass wir eben ähnlich ticken. Ja, genau. Dieses Nicht-Streiten, auf sich selber blicken, auch das Wissen um das, man kann bei sich selber was verändern und dann verändert sich plötzlich im Außen auch was. Da sind wir uns gleich, würde ich mal behaupten. Und auch in dem, dass wir es anpacken. Dass wir es selber bei uns anpacken und bei anderen anpacken oder denen helfen anzupacken, weil machen muss dann letztendlich ja jeder selber. Und da ticken wir gleich und an den Stellen ergänzen wir uns. Und ich finde also jetzt diese Online, dieser Online-Zwang quasi, also ich habe mich ja schon vor einiger Zeit wegen meinem eigenen, was ich so für eine Lebensplanung hatte, diesem Thema mehr angenähert. Aber dadurch können wir natürlich auch jetzt, also jetzt kommen auch dann viele nach, die wissen wollen, wie es geht. Du warst ja da auch schon
munter unterwegs und dadurch können wir jetzt auch so Vorbild sein für die Kollegen und wir können auch den Menschen, die zu Hause sitzen, nicht die große Pause oder die große Unterbrechung, die nutzlos ist oder wo es noch mehr eskaliert, bieten, sondern wir können sagen, okay, wir nähern uns jetzt einfach mal von irgendeiner Seite dem Problem, weil meine Erfahrung ist, wenn man eine Herausforderung hat, ist es völlig egal, von wo man das Pferd jetzt aufzäumt. Von vorne, von hinten, von rechts, von links. Hauptsache ist, man schleppt mal alle Sachen ran, die man braucht und fängt an. Genau. Der Anfang ist das Wichtige, ins Tun kommen ist das Wichtige. Und entweder man schichtet es ab, oder es kann einem auch passieren, dass man, ohne es zu wollen, unten aus dem Häuschen einen Stein zieht und es macht rups. Auch dann ist man sich aber um ein Stockwerk näher, weil letztendlich die Wand ja plötzlich eine Sicht frei gibt. Das rumpelt manchmal, aber dafür sind wir ja dann auch da. Also die Leute aufzufangen, den Leuten was an die Hand zu geben, wenn es rumpelt. Bei mir in den Mediationen kommen Menschen ja sonst zu zweit. Da gibt es aber auch die Möglichkeit, quasi zu sagen, jetzt machen wir mal eine Einzelsession, muss der andere immer wissen. Da gebe ich immer am Ende der Session dann dem anderen kund, was die Quintessenz war, damit nicht das Gefühl gibt, ich werde parteiisch. Das ist ja immer so mein Credo, mein Job ist, neutral zu bleiben. Und nichtsdestotrotz kann ich da reingehen und mache das auch quasi in den Mediationen selber schon, den Leuten was an die Hand zu geben, wie sie Übungen für sich selber mit nach Hause nehmen können. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit von Einzelsessions. Und jetzt kann man sie halt auch, oder jetzt habe ich den Eindruck, es wird mehr per Zoom oder wie auch immer man es nutzt, ob Zoom, Skype, andere Angebote. Es wird mehr über einen Laptop genutzt werden. Das war bei mir tatsächlich bisher nicht so. Ich biete das an, schon seit einem Dreivierteljahr, dass man das gerne auch über Zoom machen kann. Bisher sind die Leute gerne zu mir ins Büro gekommen. Jetzt heißt es, ach ja, Angebot nehmen wir doch gerne mal entgegen. Wie machen wir das denn jetzt genau? Und da ist ja Zoom echt relativ einfach. Man sagt, hier, bitteschön, ist der Link. Bitte klicken Sie. Und dann klicken Sie nochmal auf Ja. Und dann lädt er Ihnen quasi das runter, was Sie brauchen, auf Ihren Laptop für die Zeit, die Sie es brauchen. Und dann öffnet sich das von alleine. Und ja, also ich meine, das Schicke ist ja, dass Sie auch dann nicht so richtig aneinander geraten können, wenn du sowas online machst. Ja, tatsächlich, also handgreiflich wurden Sie bei mir auch sonst vorher schon nicht mehr. Okay, ja. sollen wir vielleicht mal kurz für die zugucken werden oder jetzt zugucken, erklären den Unterschied zwischen deiner Arbeit und meiner Arbeit nochmal. Ja, das macht sehr viel Sinn. Möchtest du also beginnen? Ja, von mir aus. Ich bin klassische Familienanwältin, keine Fachanwältin, sondern ich wollte nie nur so eingleisig unterwegs sein, sondern mir war es immer wichtig, dass ich den Leuten so insgesamt helfen kann, wenn sie dann auch einen Führerschein verlieren, die Wohnung und so weiter. Und deswegen, ja, und das habe ich 25, 24 Jahre oder so gemacht. Und dann, das habe ich auch mit Begeisterung gemacht. Ich habe es schon vom Vater übernommen. Ich war aber nie diejenige, die jetzt hier so doll gestritten hat, sondern ich war schon immer so, ja, dass ich den Menschen zugehört habe. Und mir war es immer wichtig, nicht erst im Scheidungstermin die andere Seite zu sehen, wenn man dann schon solche Schriftsätze gewechselt hat und das Feuer, was erst nur glühte, dann noch so richtig entfacht hat, wie das so einige Kollegen können. Also das war nie meins, sondern mir ging es immer, ich hatte schon immer ein Interesse daran, wenn es irgendwie möglich war, die andere Seite mal vorher auch mit einem Gesicht zu sehen. Das ist ja so oft, dass man, wenn man Leute dann nur anguckt und man ist nicht in dieser Blase drin, dass man dann schon die Lösung so hat. Ne? Anders erkennt, ja. Und ja, und dann kam meine eigene Familiensache und da war es dann so, dass nicht ich nicht mehr wollte, ja,
um das mal harmloser auszudrücken. Okay, und du wurdest nicht mehr gewollt. Mhm. Und das wollte ich nicht so richtig, konnte ich nicht so richtig verstehen, weil ich so dachte, wieso bist ausgerechnet du so betriebsblind, dass du das nicht vorher gemerkt hast. Mhm. Und ja, und dann habe ich mich nur um mich gekümmert, weil ich hatte nicht diese Möglichkeit, wie sie viele nutzen, zu sagen, der ist böse, der muss jetzt büßen und so weiter, sondern ich habe mich voll auf mich konzentriert und habe geguckt, was ist denn da passiert. Und dann habe ich jedes Wochenende, dann habe ich unzählige Seminare besucht, aber nicht familienrechtliche, sondern persönlichkeitsentwicklungstechnische. Dann hatte ich am Wochenende ein Seminar, Montag saß mir einer gegenüber, erzählt mir irgendein Familienproblem und ich sag, ich habe dann so gedacht, oh nee, das kann ich jetzt nicht sagen, ich war da am Wochenende in einem was weiß ich Seminar. Ich habe dann immer gesagt, ich war am Wochenende im Seminar, ich kann Ihnen da was Tolles vorschlagen, weil es war, das passte alles wie die Faust aufs Auge, es kamen dann auch so Leute mit dem gleichen Problem, wie das Leben das dann macht, ne? Und ja, seitdem, ich war also kurz davor, meinen Job ganz hinzuschmeißen, weil das geht gar nicht, wenn du also in so einem Trennungsdings bist und dann sitzen dir immer wieder welche gegenüber, die sagen, der ist so entsetzlich und so. Und ich denke immer so, oh nee. Mhm. Und die Eigenverantwortung weit weggeschoben. Mhm. Ja, und dann irgendwann entwickelte sich das immer weiter und ja, dann hat mich ja irgendwann der Marc Oswald interviewt und beim Interview ist mir so richtig klar geworden, ich hatte ja überhaupt keinen Plan. Was hattest du nicht? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Ich hatte ja irgendwie überhaupt keinen Plan. Ich habe das alles intuitiv, bin ich dem Herzen gefolgt und dann nach rechts, links, vorne, oben gegangen und dann hat sich das so entwickelt, dass ich jetzt, wo ich da jetzt stehe. Also nicht wirklich mit Plan. Aber das ist mir sehr bewusst geworden im Interview. Das war echt ein bisschen schrecklich. Na, du kannst auch einfach sagen, deine Intuition gibt dir die richtigen Schritte vor. Ja, ja. Ne? Ja, so war das bei mir und so ist das bei mir. Im Moment ist es jetzt so, also letzter Stand vor dem C-Fall war schon so, dass ich 80% online habe und nur 20% noch kommen. Und ich arbeite nicht mehr so, dass ich dass ein Schreiben von der anderen Seite kommt oder ich mache eins und dann warte ich ab, was kommt, sondern ich habe regelmäßige Termine, ähnlich so wie das bei dir ist, regelmäßige Termine, um auf die Lösung hinzuarbeiten mit dem anderen. Und das ist halt das, was ich geändert habe, weil ich nicht mehr in dieser Opfer, raus aus der Opfer, rein in die Konstruier. Gewechselt. Ja. Aber ist eigentlich so nicht vorgesehen für Anwälte, aber es ist mir egal. Ich habe es einfach mal so gemacht und es läuft super und es wird super angenommen, weil im Grunde genommen wissen die Leute ganz genau, wenn sie Kinder haben, dass Streiten nicht hilft. Deswegen kommen die ja auch zum Beispiel zu dir. Genau. Also bei mir ist es tatsächlich so, die Leute, die zu mir kommen, also sie kommen als Paar oder als Konfliktparteien gemeinsam. Die Leute kommen immer mit dem Anliegen, wir wollen uns jetzt dann möglichst friedlich trennen. Also immer so dieses Ding, jetzt haben wir uns genug gestritten, jetzt darf es mal anders laufen. So wie du sagst, die Leute wollen eigentlich konstruktiv und wissen nur nicht wie. Und bei mir ist es halt diese Schnittstelle, die einfach das Kommunikative und das Persönliche, wo sie halt so ineinander haken, wirklich halt einfach auch diese Verstrickung rausnehmen, ja, so nach und nach und nach und nach aus einem dicken bunten Wollknäuel zwei mindestens machen und da dann noch im Hintergrund, wenn das ist halt einfach an der Trennung, es denkt im deutschen System, denken immer alle auch juristisch bei Trennung, das bleibt irgendwie nicht aus. Es kommt, wenn es von den Leuten nicht selber kommt, jedenfalls die bei mir landen, wenn es von den Leuten nicht selber kommt, dann wird es von irgendwie außen an sie herangetragen und sie meinen, sie müssen. Ja. Und das ist halt bei mir das Schöne, dass ich halt denen das ja quasi mit an die Hand geben kann, solange ich neutral bleibe. Also ich brauche dieselben Infos, sonst darf ich nicht rechnen, aber sonst
wenn ich dieselben Infos von beiden Seiten bekomme, dann darf ich rechnen und tue es auch und sage aber immer auch gleich, hey, das ist eine Berechnung, das ist bloß eine Vergleichsvariante. Und wo ihr am Ende des Tages eure individuelle, für euch stimmige Lösung findet, das ist ein ganz anderer Schuh. Und das ist quasi das, die Leute, ich habe sie quasi beide da sitzen, so wie du es ja eigentlich auch schon lange betrieben hast, dass du gerne die andere Seite mal vorher gesehen hast, bevor man so einen lustigen Rechtsstreit bei Gericht dann hat. Mhm. Und den Weg bin ich wirklich auch gegangen, also ich habe seit 2007 meinen Mediatorentitel. Und 2014 habe ich gesagt, ich mache nur noch das. Mhm. Weil ich einfach gesagt habe, also bei mir waren es die Kinder, ich will diese Streitige nicht mehr. Also diesen Stress mag ich nicht in die Familie tragen. Ja. Und an der Stelle, dann hab ich halt letztendlich gesagt, okay, nur die Familienmediation, einfach weil ich den anderen, ich habe sie beide da. Und wie oft ist mir das vor? Ich meine, ich habe das 10 Jahre vorher streitig betrieben, schon auch immer konstruktiv, ähnlich wie du das jetzt machst, nur nicht mit ganz so viel, wie soll ich sagen, Coaching-Anteil vielleicht, weil ich immer in Kanzleien drin war, wo dieses, es war nicht vorgesehen in diesen Kanzleien, aber schon immer konstruktiv und trotzdem ging mir das tierisch auf den Geist, dass ich zum Teil erst wirklich im Gerichtstermin verstanden habe, warum das nicht geht. Ja, also, ja. Und dann, wenn man halt schon entsprechend viele Menschen gesehen hat in diesen streitigen Situationen, ist einem ja auch ganz häufig klar, welche Muster da gegeneinander laufen. Ja. Die kann man dann auflösen. Wo die Leute dann, wenn man denen das reflektiert, dann einfach auch sagen kann, hey, yep, okay, das da dran hakt. Ja, ich hatte jetzt in einer Mediation zum Beispiel eine Konstellation, er wollte, dass sie sich eine Vereinbarung hält. Und sie hat sie immer wieder gebrochen und immer danke für dein Verständnis gesagt. Und der hing unter der Decke. Und sie hat nicht verstanden, warum. Und sowas kann man dann auflösen, nachdem ich ihr mal erklärt habe, dass es ihm darum geht, dass sie die Vereinbarung einhält. Und das Danke kann sie sich eigentlich auch schon sparen, weil es am Anfang schon in den Brunnen gefallen ist, das Kind. Da hat sie gesagt, wie jetzt wirklich? Und das sind dann Dinge, die gehen halt, wenn ich beide da habe. Ja. Ja, natürlich. Und deswegen hatten wir ja auch so für das erste Online-Date, was wir jetzt hier haben, hatten wir ja auch einen Untertitel, der dann da in diese Richtung geht, dass man, wir sehen aus der Ferne, können wir nur sanft lächelnd mit dem Kopf schütteln, aber für die Beteiligten ist es wirklich schlimm manchmal, ne? Ja, sehr, sehr, sehr schlimm, weil sie ganz oft einfach keinen Ausweg sehen. Ja. Und das ist die Chance, wenn sie wohin gehen, ob jetzt quasi parteiisch, einseitig. Manchmal ist es ja auch wirklich so, der andere geht nicht mit. Er sagt, brauche ich nicht. Ja. Dann ist mein Angebot nett. Also Mediation geht dann halt nicht. Ich habe das auch schon mal gemacht, wenn dann wirklich ich gemerkt habe, okay, es waren 2 oder 3 Konstellationen, wo ich gesagt habe, hey, ich merke diejenige, es waren 3 Frauen, diejenige will was verändern bei sich selber. Ja, dann habe ich das schon auch geführt. Also, aber dann letztendlich auch in Kommunikation mit dem anderen. Ja, ja, ja. Ja, genau. Es wird ganz, ganz, ganz arg schlimm, kann arg schlimm werden, wenn diese Trennung kommt und die Menschen halt keine Variante mehr sehen. Wir hatten das Unterthema, was Mord mit Familiensachen zu tun haben kann. Also hat, haben wir geschrieben. Ja. Kommt ja schon mal vor. Kommt schon mal vor. Ich glaube auch, also was ich jetzt gehört habe, jetzt gerade in der Enge aufeinander, die häusliche Gewalt steigt. Das ist ja eine Vorstufe zu dem. Das ist das eine. Und dann waren wir ja aber ganz arg bei dem auch, dass letztendlich es immer an der Erwartung an den anderen hängt. An den. Ja. Also es fängt ja schon an, ich glaube, also ich frage meine Leute immer als erstes, oder nicht als erstes, aber irgendwo so am Anfang,
warum sie geheiratet haben. Und da kommen ja schon die Sonderbarsten. Ich meine, ich war ja auch mal jung, also ich hatte auch mal diese sonderbaren Wünsche, Träume und Erwartungen. Ne? Und also der andere sollte ich glücklich machen und dann gibt's ja, es gibt auch heute immer noch diese, der soll mich versorgen. Und dass wir, ich kann das immer gar nicht verstehen, dass wir in heutiger Zeit, wo angeblich die Frauen so emanzipiert sind und. Aber trotzdem hast du doch, also ich habe immer noch die alten Geschichten. Liegt vielleicht auch daran, dass die Mandantinnen bei mir was älter sind. Aber dieses mit dem, der soll mich jetzt für den Rest meines Lebens versorgen, bloß weil ich 20 Jahre verheiratet war. Und die Kinder sind schon groß, ja. Also da gibt es eigentlich, es ist so dieses, und jetzt soll der büßen. Weil er gegangen ist. Zum Beispiel, weil er eine andere hat oder auch, oder einfach, oder gar einfach nur gegangen. Also ich, bei mir ist es, bei mir gibt es das jetzt kaum noch, dass die Menschen ihren eigenen Anteil nicht sehen. Also das, der war früher auch höher, der Anteil dieser Menschen. Mhm. Aber dadurch, dass das mit dem, mit der Mundpropaganda langsam wirkt und da kommen die nicht mehr zum Kopfwaschen zu mir. Die wollen einfach nicht, das ist sowas. Das sind dann jetzt andere, die kommen. Und die kann ich auch ganz entspannt ziehen lassen. Hatte ich vor ein paar Wochen nochmal, hatte sich nochmal eine trotz Gespräch und Videos und so zu mir verirrt. Aber die hat dann mir gegenüber festgestellt, dass ihr das zu viel Klartext ist. Ne? Und ich glaube, das kannst du nicht ohne Klartext. Ich glaube, bei Sylvia muss man sich eines klar sein. Klartext wird es immer geben. Ja, ich meine, für mich ist Klartext ein Geschenk. Weil es ist die Abkürzung. Klar, das ist ja jetzt nicht so, dass ich das lieblos sage. So ist es ja nicht. Ne? Aber also die Eigenverantwortung, wer die nicht übernehmen will und wer dann so jemanden braucht, den er vorschicken kann oder möchte, ist ja auch in Ordnung. Ich be- und verurteile das jetzt nicht. Ich bin da nur die Falsche dann, weil ich sowas nicht mehr mache. Und ja, eine liebe Kollegin, wo ich die Menschen dann hinschicke, die ist auch Mediatorin und da werden sie dann meistens glücklich, weil ja, ich halte mich da dann nicht auf. Das kommt dann schon beim Erstgespräch raus. Aber bei dir läuft das ja so, wie ist das bei dir denn mit den Erwartungen? Wie schlagen die sich denn bei dir nieder? Nochmal deine Frage, wie das bei mir mit den Erwartungen ist, wie die Menschen in der Mediation mit Erwartungen umgehen. Also Mediation läuft ja letztendlich so, dass wir als erstes klar machen, was denn die Grundlagen sind, also sprich vor allem meine Neutralität, dann, dass ich alle Daten bekomme, dass hier der Raum vertraulich ist, also ich auch eine Schweigepflicht habe, also ich lasse mir unterschreiben, ich kann auch nicht im Gerichtsverfahren benannt werden, sonst können die Leute ja auch nicht offen reden. Und dann, wenn die Themen gelistet sind, fangen wir mit dem Thema an und dann ist der Schritt als nächstes wirklich, dass ich erfrage, was für den Einzelnen dahinter steht, vom Ablauf her. Also zum Beispiel, also ganz oft wird als erstes so nach den alltäglichen Finanzen gefragt, also der Jurist nennt das dann Unterhalt. Und lasse die reden, weil die ganz oft halt die Schwierigkeit haben, das selber halt zu benennen, zum Beispiel, dass es ihnen um Sicherheit geht oder auch um Planbarkeit oder um auch nur Klarheit. Ja? Also ich habe ja auch schon Menschen sitzen gehabt, die haben gesagt, ich komme mit ganz wenig aus, ich muss nur wissen, wie wenig ist. Ja, und das ist genau dieses, wo ich immer dran bohre, das Problem ist oft nicht das Problem. Genau. Und dadurch kommen die alleine vom mediativen Aufbau her erstmal nicht in die Schleife zu sagen, der hat aber. Hm? Weil der hat aber steht nicht an der Flipchart. Hm? Sondern ich lasse die zwar reden,
wenn die jetzt bei ständig bei der halt aber landen, dann sage ich ihnen, gehen Sie bitte zu sich zurück, worum geht es Ihnen denn? Das funktioniert aber meistens und nachher steht an der Flipchart halt das, worum es Ihnen geht, wohin Sie wollen, ja, in die Sicherheit, in die Klarheit, in die Planbarkeit, jetzt in Bezug aufs Finanzielle, sonst kommen da andere Bedürfnisse bei rum. Und da habe ich ganze Listen zu Bedürfnissen. Ich habe selber auch schon für ein Seminar ein Konzept erstellt, da ist zum Beispiel so eine Bedürfnis, das sind drei DIN A5 Seiten Bedürfnisse drin, sodass die Leute einfach mal durchgehen können, was könnte denn überhaupt ihr Bedürfnis sein, weil so zu denken sind wir in unserer Gesellschaft bisher nicht gewohnt oder nur sehr wenige. Und dadurch kommen die am Anfang schon mal gar nicht in dieses Du hast aber. Die fallen natürlich an irgendeinem Punkt, also ich sage jetzt schon natürlich, weil es ist doch meistens so, an irgendeinem Punkt fallen sie mal da rein. So. Ja gut, ich meine, die sind ja auch nicht bei dir angekommen, haben eine Spritze bekommen und haben dann ihr Problem gelöst. Nö. Es ist ja schon noch ein bisschen Arbeit bis dahin. Also, dass da die Rückfälle ins Du-Du-Du vorprogrammiert sind, das ist ja logisch. Ja, sonst hätten sie ja kein Problem miteinander. Genau. Oder sonst wäre. Also es gibt auch Paare, die sind bei sich und stellen fest, wir müssen auseinander, weil wir sind so unterschiedliche Wege gegangen, dass wir jetzt nicht mehr zusammenpassen. Mhm. Das sind mir ja die Liebsten, bei denen, die wissen, was ist. Ja, die sitzen auch bei mir in der Mediation, die brauchen letztendlich eigentlich, also sind häufig Macher, dadurch ist häufig was da. Die müssen wissen, wie machen sie das denn juristisch auf dem Papier fertig, sodass der Notar sagt, jupp, Häuschen dort, Unternehmen da, so. Aber das sind maximal 3 Sitzungen bei mir und dann sind die durch, weil du hast es, das läuft so zack, zack, zack. Die sind nur bei sich. Die gehen auseinander und sagen, wir brauchen nicht ihre psychologische, kommunikative Unterstützung, wir brauchen ihre juristische und wenn das durch ist, dann genau. Also das ist so mehr so organisatorisches. Welchen Steuerberater können Sie empfehlen, damit wir nicht zu viel Spekulationssteuer zahlen? Zu welcher Bank gehen wir am besten um? Können Sie einen Finanzmakler nennen? Lalala, so heißt das. Ja, das sind die Netzwerkfragen. Das ist ja total wichtig. Genau. Das ist, genau, und das ist, denke ich, auch das, was du ja sagst, mit dem du wolltest auch immer ganzheitlich sein. Und die Leute dann quasi ja auch, da gehört ja auch Wohnung rein oder so, ja. Und da ist bei mir halt, ich bin ja Fachanwältin für Familienrecht und ich sage an der Stelle, ich bin auch wirklich ein Fachidiot geworden. Da bin ich wirklich, ich bin fit in dieser Materie und alles andere, dafür habe ich mein Netzwerk. Ja? Wenn dann das Mietrecht kommt, dann sage ich, gehen Sie bitte zur Kollegin XY. Und wenn ein Unternehmen rauskommt, zu Kollege Z, also wenn es ums Gesellschaftsrechtliche geht, dafür habe ich mein Netzwerk hier vor Ort und die Kolleginnen und Kollegen, die ich hier empfehle, die kenne ich entweder aus was Streitigem von früher oder aus Kanzleien von früher, sodass ich weiß, die arbeiten sauber, die arbeiten gut, da kommt am Ende ja was Gescheites bei rum. Genau. Und das ist letztendlich mein Bereich, warum die nicht so viel in diesem, die landen nicht so viel in diesem Du hast, weil sie halt in der Struktur schon anders anfangen und dann, wenn ich merke, sie kommen da noch nicht raus, Mediationen kommt auch immer wieder vor, dass sie sich ständig mit dem anderen vergleichen. Also, der hat aber mehr Zeit, deswegen brauche ich mehr Zeit, mehr Vorlauf für was, wo ich dann sagen muss, Vergleich ist so das Erste, was auch nochmal echt reinhaut, weil man wieder nicht bei sich ist, sondern beim anderen. Und dann gebe ich halt auch ein Mediationsprotokoll, wirklich kleine Schritte, wie sie auch zu sich selber zurückgehen können, wieder bei sich selber anfangen können. Ich hoffe, dass das jetzt über dieses Online noch mehr kommt, dass ich sie auch selber dann mal per E-Mail daran erinnern darf. Haben Sie sich schon im Protokoll angeschaut, was Sie bis in 3 Wochen gemacht haben wollen? Weil im Moment lesen viele Leute meine Mails dann mit Verzögerung und dann ist der Zeitablauf dann halt nicht so optimal. Ja, das mit den Hausaufgaben habe ich ja auch eingeführt, als ich ein paar Augen-OPs hatte und das dann nicht mehr selber machen konnte. Da habe ich das dann auf die Mandanten delegiert mit dem Protokoll. Das hatte ja dann noch den angenehmen Nebeneffekt, dass man also auch Missverständnisse viel schneller aufspüren kann. Ne? Weil genau. Die schreiben da manchmal ganz andere Sachen rein, als ich 100% gesagt habe.
Ja, das und auch umgekehrt. Also ich schreibe ja bei mir das Protokoll. Also bei mir hat das den schönen Nebeneffekt auch, dass ich das selber, das ist wie so ein, es setzt sich ab. Ja, das Ganze läuft ja schon auf vielen Ebenen, wenn ich hier bin. Ich habe zwei, die reden. Es gibt die kommunikative Ebene, es gibt die juristische Ebene. Also ich bin da, habe da viele Ebenen übereinander. Und dann setzt sich das so. Und deswegen schreibe ich das gerne runter. Und dann merke ich halt bei der, das Erste, was ich in der nächsten Mediationssitzung tue, ist tatsächlich, gibt es Anmerkungen zum Protokoll, wenn sie nicht schon vorher gekommen sind, per E-Mail. Und da wundere ich mich wirklich manchmal, dass ich auch mir selber sicher bin, ich habe XY gehört. Und die sagen, nee, Moment. Und der andere sagt auch noch bestätigend, ja, bei uns war das so und so. Und dann denkst du, okay, ja, wenn die sich einig sind, dann rede ich denen da definitiv nicht rein. Genau. So, jetzt haben wir ungefähr eine halbe Stunde uns mal so vorgestellt und wie wir so arbeiten. Was haben wir denn jetzt noch für eine Lösung, für einen Vorschlag? Ich höre, bei dir habe ich schon immer, was hast du gesagt? Also ich sage immer, bleib in deinem Gebiet. Geh zurück zu dir selbst, sage ich. Ach so, okay. Es kommt aufs Gleiche raus. Ja. Geh zurück zu dir selbst, frag für dich nach, was sind deine Bedürfnisse, wo willst du hin? Mhm. Treu nach dem Motto, es gibt keinen falschen Wind, du kannst nur die Segel richtig setzen. Ja, richtig. Und man kann sich auch nur selber ändern und nicht den anderen. Insofern macht das sowieso Sinn. Ja, genau. Das ist das, wo man gut zu sich selbst zurückkommt und dann auch Frieden schließen kann. Also eben, wenn man selber für sich klar hat, hey, das ist bei mir. Und natürlich, ja, da kommen Emotionen hoch, ja, Trauer, ja. Wut. Da muss man sich einfach auch mal, also da kommen dann die Punkte hoch, ja, wo man einfach sagen kann, okay, ich muss mir zugestehen, auch mal zu trauern. Ja. Ich muss mir zugestehen, dass ich erstmal mir auch vergeben muss, zum Beispiel, dass ich mich in so eine Situation gebracht habe. Ja, das ist aber schon für fortgeschritten. Das ist für fortgeschritten. Und doch ist das immer wieder so der Punkt, ja, dann gehe ich zu mir und wenn man dann aber sagt, aber der andere hat. Und ich sage dann immer noch, also ich führe ja manchmal auch so Gespräche gemeinsame, irgendwie so kurz vor Ende, wenn man dann schon so, wenn schon das Gift raus ist, dann sage ich auch immer noch, dass sie egal, was der andere sagt, also das sage ich auch am Anfang schon, wo sie nach Hause gehen oder sonst wohin, dass sie das nicht persönlich nehmen sollen. Ne? Ja. Das bringt sie garantiert auch irgendwo unter, ne? Ja. Ja, dass jeder, also egal, ob ich was sage oder halt der andere was sagt, dass es immer darum geht, dass es um die, dass derjenige, der es sagt, der sagt es zu 90% nicht, um den anderen zu verletzen, ja, sondern aus einem eigenen Bedürfnis heraus, das er befriedigen möchte. Ob die Aussage jetzt zu dem Ziel führt, sein Bedürfnis zu befriedigen, ist die andere Frage. Aber in der Regel arbeiten die Menschen mit was auch immer, um zu einem Ziel zu kommen. Ja, und sie sagen ihre Meinung. Und sie sagen ihre Meinung. Die dürfen sie halt behalten, ne, wenn mir die nicht gefällt. Die dürfen sie behalten. Gut, meine Liebe, ich denke, wir machen hier jetzt mal, ich finde das sehr schön, ich hoffe, es geht viral. Dann haben die Leute mal so ein kleines Bild, wie eine Anwältin arbeitet, wie eine Mediation arbeitet. Und wenn sie Fragen haben, sind wir jederzeit offen. Genau. Und über die Kanäle, die wir da unten drunter noch verlinken, genau, zu erreichen. Genau, so werden wir das machen. Und dann werden wir, denke ich, trotzdem einfach nächste Woche, selber Zeit, selber Ort, wieder, genau, hier sein. Und dann steigen wir knackig mit einem Thema ein. Genau. Und bringen die Leute, in dem Fall würde ich tatsächlich darauf zurückgreifen, zu dem Satz, Erwartung killt jede Beziehung? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, genau. Dann, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und
Bis dahin wünschen wir allen, die zuschauen oder uns später im Replay angucken, eine entspannte Zeit. Und wenn gibt's bei dir auf der Seite gibt's bestimmt auch so ein paar Nuggets, wo ja. man schon mal vorlernen kann für nächste Woche. Bei mir gibt es Kommunikationstipps auf der Seite. Und was es bei mir auch gibt, ist der Blog mit verschiedenen kleinen Geschichten aus der Mediation. Und das sind immer so Schlüsselmomente. Also wenn man die liest, dann hat man auch ganz viele Ideen dazu, wo sich was verändern kann. Ja, ich liebe deine Geschichten. Bei mir ist eher so der YouTube-Kanal lebendig. Aber das werdet ihr dann schon selber finden. Genau. So freuen wir uns auf euch. Bis nächste Woche. Genau. Tschüss. Und tschüss.